Servus Leute und zurück. Willkommen zu einer neuen Folge GS5, der mittlerweile fünften. Und wir sind jetzt endlich im Theater angekommen. Da machen wir doch jetzt gleich weiter. Und ich bin gespannt, auf wie viel Widerstand wir stoßen werden. Ich glaube, es wird noch einiges passieren. Das schauen wir uns aber jetzt an. Ich mache das Bildmachgerät an. Und dann wünsche ich euch viel Spaß auf meinem Kanal. Und wenn es euch gefällt, ihr wisst ja, Support ist kein Mord, Leute. Unterstützt mich ruhig ein bisschen. Gut. Ja, schaut schon verdammt gut aus. Obwohl ich jetzt nicht mal einen heftigen 4K-Monitor habe. Also ganz normal 4K, 60 Hertz. Also kein HDR oder so. Aber es schaut jetzt schon gut aus mit den ganzen Partikeln hier. Ich weiß nicht, ob es dann im Video auf YouTube so gut sieht, aber das schaut schon verdammt gut aus. Okay. Gut. Ja, hier gibt es ein bisschen Munition. Scheiße. Nicht alle. Schauen wir uns hier hinten noch ein bisschen um. Siedlung 2, achtet ihr jetzt nicht vor. Hier lang. Ganz sachte. Okay. Was zur Hölle ist das? Alter Schwede. Ich will gerne irgendwie von hinten heran. Alter. Komm nicht weg! Da bin ich mal zum Nachladen. Komm jetzt von der anderen Seite! Ich brauch die Knarre hier. Ihr müsst mir hochhelfen! Was ist denn? Ich verblute hier! Wow, das war knapp. Blitz! Das ist der letzte. Okay, gehen wir. Alter Schwede. Nimm die mal mit hier. Ein bisschen mehr Munition. Heftiger Scheiß, ey. Overkill. Ja, das sieht schon besser aus. Das ist die Pumpgun. Okay,
jetzt haben wir ein bisschen mehr Booty. Los, hier lang. Okay, jetzt sind wir oben, anscheinend. Liegt über Munition. Achtung, sie ist wieder da! Knallen wir sie ab! Schön, wenn wir wieder keine Munition haben. Okay. Uiuiui. James, hörst du mich? Verstanden, Dad. Laut und deutlich. Kenscher. Aufgepasst. Die Schar besteht aus Egeln. Ja, wissen wir. Sie stören irgendwie unseren Funk. Aber Barrett lässt einen Trupp die Funktürme säubern. Wir sind am Theater. Seid ihr in der Nähe? Die Straße runter. Wir sind unterwegs. Bräuchte mal ein bisschen mehr Munition hier. Talon. Boomshot, ach die Scheiße. Obwohl, die haben wir eh nicht viel. Komm, wir nehmen die mal mit. Aber bloß drei Schuss, das ist natürlich suboptimal. Doch wahrscheinlich nichts mehr rumliegen muss. Dell, es geht los. Jetzt, Zentrale, wirf sie ab! Wir wissen wohl noch nichts über die Schar. Danke, Zentrale. Scheiße, helfen wir, in die Straße zu säubern. Sergeant, wir wehren sie zusammen ab. Vielen Dank, Sir. Divis, los, säubert die Straße. Bestätigt, Lieutenant. Sie sind verschrauben. Danke. Greifen Sie an. Oh, schießt daneben. Ernsthaft. Los, Leute, weiter so. Wir schaffen das. Freiwillig ist es.
Okay. Also Munition mitnehmen, was geht? Treffen wir uns mit Markus und Kate. Alter Schwede. Okay. Schauen wir mal hoch. Wurde auch Zeit, dass ihr kommt. Gut, ihr seid sicher. Baird, wir haben sie. Wo sollen wir hin? Falls ihr im Theater seid, da war eine Gruppe Evakuierter. Ich habe vor einer Stunde den Kontakt verloren. Okay, wir sammeln sie ein und bringen sie in Sicherheit. Und Baird, falls jemand nach Verstärkung ruft, geh nicht drauf ein. Verstanden. Aber da draußen sind bereits eine Menge. Verstanden, Zentrale. Wir halten die Augen offen. Schon lang kein Upgrade-Kit mehr gefunden. Okay, hier scheint es nicht weiter zu gehen. Waffenmäßig sieht es auch nicht so gut aus. Hier hinten ist keiner. Los, auf die Bühne. Munition sieht es auch eher schlecht aus. Hey, alles okay? Ja, keine Sorge. Nur Kopfweh. Okay, ganz kurz. Bin gleich wieder da. So, weiter geht's. Verdammt, nichts. Wenn hier Leute waren, wo sind sie alle hin? Vielleicht sind sie entkommen. Öffnen wir diesen Vorhang. Snoop, ich weiß nicht, was das für eine Waffe ist. Auf. Noch irgendwo Munition?
Okay, da scheint man einen Schalter betätigen zu können. Okay, probieren wir mal den. Und der riesen Boss dahinter steht wahrscheinlich. Wir haben ein Problem. Ein umgedrehter DR1. Das ist gut. Guck dahinter. Evakuierten. Sie sind alle tot. Wir sollten wohl leise bleiben und hier verschwinden. Gott verdammt! Tötet das Ding! Blitz! Hilfe! Bin oben auf dem Balkon! Was macht der denn hier? Ausgeschaltet! Jetzt ist der Große weg. Die Musik. Erledigt. Lasst uns einfach von hier verschwinden. Die anderen suchen. Hey. Ich glaube, wir können rechts raus. Alter, der hat da ganz schön reingerotzt hier. Die kann ich gut gebrauchen. Ein bisschen Mu. Okay, dann schauen wir mal da lang. Oh! Hab dich! Viel Elendiges! Bert, die Evakuierten im Theater haben es nicht geschafft. Was ist mit Cole, Fast und den Carmines? Lizzie hat es zu ihrem Konvoi geschafft, wird aber immer wieder umgeleitet. Clay hat einen Raven gefunden. Aber ich erreiche weder Cole noch Fass. Habt ihr von ihnen gehört? Nein, noch nicht. Aber wir suchen weiter. Schon wär's mal hier. Okay, Upgrade. Komponente. Wie haben wir denn jetzt? 3 aktuell, da können wir eh nicht viel machen. Talon. Granaten. Jetzt habe ich hier wieder die Tür gescheit aufstoßen kann. Auch komisch.
Heilige Scheiße. Data, seid ihr? Befehl der Zentrale, Rückzug. Evakuierung beendet. Zentrale, hier Delta. Verbindung bricht ab. Wir sind beim Theater. Wiederholen. Ihr müsst da raus, Kleine. Wir werden die Siedlung aufgeben. Können wir nicht den Hammer der Morgenröte benutzen? Ich, wenn ich damit nicht zählen kann. Zieht uns zum Haupttor zurück. Berg, wir stecken auf der anderen Seite der Stadt fest. Felix, hier Lizzie. Seid ihr beim Theater? Lizzie, Gott sei Dank. Bestätige. Ich wurde ungefähr 6-mal aufgehalten. Ich komme euch holen. Bin auf dem Weg. Wir warten hier. Delta Ende. Hier rein. Na los. Hey! Wow, wow, wow. Wir sind's. Wir haben wen mitgebracht. Oh mein Gott. Hallo, könnt ihr auch mal schießen? Jack, Blitz benutzen! Entschuldige mich kurz, bin gleich zurück! Cole, wo gehst du hin? Alter Schwede. Aufgepasst, da sind Drohnen. Wo zum Teufel ist Cole? Er holt sich ein Eis, keine Ahnung. Alter Schwede. Da wird eine blöde Futter davor. Kann ich da die nicht nehmen? Verstehe ich nicht.
eingeschaltet. Alter Schwede. Heftiger Scheiß. Voll auf die 12. Hey Dale, erkennst du hier vielleicht irgendjemanden wieder? Ist das vielleicht der friedliche Demonstrant, der mir die Nase gebrochen hat? Verdienst mehr als eine gebrochene Nase. Zeig mir doch, was ich verdiene. Stopp! Verdammt, lass die Scheiße! Verdammter Feigling! Feigling? Wow. Ich hab da ein paar Neuigkeiten für dich. Nicht. Rate mal, wer den Feuerbefehl gegeben hat. Direkt in die Menge dieser friedlichen Demonstranten, mein Freund. Ja, ganz genau. Euer Lieutenant Stammbaum hier. Leute, kommt schon, ich... Die haben Brandsätze geworfen, die... Die ganze Lage war unübersichtlich, okay? Ich wollte nicht, dass es passiert. Ach, egal. Tutu, die Kavallerie ist da! Okay, wir reden später darüber. Los jetzt. Im Laufschritt! Ich muss diese Leute hier raufschaffen! Oh, shit! Die Kapitel ist blockiert! Oh, ernsthaft? Konvoi, wir brauchen den Hammer! Ihr braucht was? Er ist feuerbereit, oder? Ich hab noch nicht mal die Koordinaten. Dann, nimm mich! Bist du irre? Kann sein.
Peil meine Rüstung an und gib Stoff! Nein, das werde ich nicht tun. Musst du aber, wir haben keine Wahl. James! Deckungsfeuer! Dirk, ich bin fast da. Bereit machen! Das kann nicht gut gehen, Kleiner. Siehst du, ich wusste, dass es klappt. Scheiße. Bert! Bert! Was ich ist los? Ich habe keine Kontrolle. Iris, schalt ihn ab! Schalt ihn ab! Oh, verflucht! Lauf weg! Da wieder unschuldige Zivilisten. Los, los! Ihr müsst da raus! Vier Monate später. War vor Corbats? Gar nichts. Siehst du, es liegt also gar nicht an dir, sondern an mir. Oh ja, das ist hübsch. Deine Kopfschmerzen wieder zurück? Der, mir geht's gut. Er wird nicht auf dich hören. Wie wär's, wenn er das selbst entscheidet? Hey, sie ist es. Deine Beerdigung. Hier sind Chorwaffen verboten. Rück sie schon raus. Du weißt, wer mein Vater war, oder? Wer meine Mutter war? Und doch kreuzt du hier in Chorrüstung auf. Schon komisch. Mann, Scheiß kriegt er von uns. Hey. Tu, was sie sagen. Wie du meinst. Ihr könnt sie abholen, wenn ihr wieder geht. Lasst sie durch!
Er ist hinten bei der Dampffarm. Versucht, keinen Ärger zu machen. Das liegt allein an ihm. Ins Exil gegangen, nach der Tragödie. Okay, dann würde ich aber sagen, wir sind überzeugt, bei der Chor zu kämpfen, aber ich habe das Gefühl, diese Nuss wird etwas härter zu knacken sein. Ja, geht mir ganz genauso. Gut, Leute, jetzt will ich aber sagen, jetzt machen wir mal Schluss an der Stelle. Wir sind jetzt im Akt 2. Und ja, schauen wir uns in der nächsten Folge an, wie es weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, lasst mir Like, Kommentar oder auch Abo da. Bis dahin, reingehauen, ciao, ciao. Euer Andi.